Ich begrüße dich herzlich zu meiner täglichen Andacht. Wie schön, dass du dabei bist. Denn egal, wie es dir gerade geht, zu Gott kommen ist immer das Beste, was wir tun können. Meine Andacht vom 23. Mai. Jesus hält alles zusammen. Der Bibelvers für heute steht in Kolosser 1, Vers 17. Er war da, noch bevor alles andere begann. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Kolosser 1, Vers 17 ist ein beeindruckender Vers. Dort heißt es, dass Jesus alles zusammenhält. Sogar Menschen, die nichts von ihm wissen, werden von ihm zusammengehalten. Stell dir das einmal vor. Wir können keine gute Ehe führen, wenn Jesus sie nicht zusammenhält. Solange Jesus unsere Beziehungen nicht mitgestaltet, werden sie nicht gut funktionieren. Unsere Finanzen wären ohne Jesus in einem chaotischen Zustand. Unsere Gedanken und Gefühle wären völlig durcheinander. Alles würde ohne ihn im Chaos versinken. Falls Jesus nicht das Wichtigste in unserem Leben ist, müssen wir unsere Prioritäten neu ordnen. In Matthäus 6, Vers 33 heißt es, wir sollen zuerst nach Gott und seinem Reich trachten. Denn wenn das Wichtigste nicht an erster Stelle steht, wird auch alles andere in Unordnung geraten und Probleme machen. Wir können Gottes Königreich suchen und danach trachten, indem wir herausfinden, wie wir die Dinge seiner Meinung nach angehen sollen, wie wir Menschen behandeln, uns in Situationen verhalten, mit unserem Geld umgehen, welche Einstellung wir haben sollen und welcher Art von Unterhaltung er zustimmen würde. Fang heute an, ihm den ersten Platz in deinem Leben einzuräumen. Er hält dich zusammen. Er hat dich erschaffen, damit du ihm nachfolgst. Setze ihn an die erste Stelle. Lass uns gemeinsam beten. Gott, ohne dich bin ich nichts. Du erhältst mich. Ja, du hältst alles zusammen. Du bist das Wichtigste in meinem Leben und ich setze dich an die erste Stelle. Amen. Es tut so gut, bei Gott zu sein, oder? Bleibe doch in dieser Haltung und geh mit Gott durch deinen Tag. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Und wenn du dazu beitragen möchtest, dass auch andere meinen Podcast entdecken, dann abonniere